Spring Season Fazit, wir fangen an mit den abgebrochenen Serien. Vampire Holmes als erstes. Yay, der lustigste und beste Anime, den ich je gesehen habe, mit der schönsten Animation. Super tolle Comedy und nach 3 Folgen hatte ich keine Lust mehr, Ey, du weil hast es immerhin drei verschwendete Zeit geschafft, war. also ich habe nur eine gebraucht. Ja, ich dachte mir, es sind nur 2 Minuten pro Folge, aber das war schon zu viel. Ja, das, Und mehr braucht man dazu nicht sagen. start mal lieber die Wand an oder so, dann kann man ein bisschen nachdenken. Bei Vampire Holmes, da vergisst du einfach das Denken und wunderst dich die ganze Zeit, wieso etwas So. überhaupt ein Budget hat. Ja. Also die 10 Yen, die sie haben, war schon zu viel. Tee. Dazu braucht man aber auch jetzt nicht mehr Ja, sagen, weil das schlechte war einfach Comedy. scheiße. Ja, alles was scheiße. Also keine gute Comedy, es gibt keine Story, es gibt keine Charaktere, es ist einfach nur. What? Es gibt nicht mal gute Animation oder Es Musik. gibt nichts. Es, Das ist einfach ja. nichts. Das ist einfach eine 1 out of 10, wenn man 0 out of 10 geben könnte. Ja, 1 von 10. Selbst die Subs waren voll mit Fehlern, weil die Leute keine Lust hatten, das anscheinend richtig zu übersetzen. Ja, die dachten sich Das war so, so unglaublich. ey, das macht niemand anderes, also wenn wir es machen, dann schaut's vielleicht irgendjemand. Ja, aber wir verschwenden schon wieder zu viel Zeit damit. Als nächstes Tri-Age X. Edgy Bullshit für Mit horny viel 13-Jährige, die Action sein wollen. CGI und sonst was und das. Ja, ich glaube, da wiederholen wir Wie uns viele von. haben wir geschaut? 2 Folgen, 3 Folgen. Ich könnte jetzt nachschauen, aber ich glaube, es spielt keine Rolle, weil. Ja, nicht mal die edgy Szenen waren gut, die Action war uninteressant, die Charaktere waren scheiße, das Da braucht. Also, braucht man nicht mehr zu sagen. wenn man die ersten 10 Minuten dieses Animes gesehen hat, weiß man eigentlich schon, was der Rest sein wird. Ja. Dann hast du im Prinzip alles gesehen, der Serie hier. Irgend so ein edgy Main-Charakter und sonst nichts. Ja, voll Hardcore und kann alles und alle Frauen haben Big Tits. Und Ja. natürlich kann man die nicht sehen, wenn die in einem Bad sind, weil dafür muss man die Blu-rays kaufen. Ja, natürlich. Dafür lohnen sich die Blu-rays dann doch, ne? Ja, Weil also ich muss schon sagen, ja, ich bin schon. für diese überproportionalen Titten, die nicht mal gut aussehen, also da würde ich noch ja Hey, Geld für das ausgeben. ist subjektiv. Ja, aber das war jetzt echt schon zu viel. Ja, also. Also wenn ihr 13 seid, ihr habt da euren Fun. Ganz Ninger Stratos. Das war ein Schnarchfest. Ja, absolut. Da, nach der Disconnected. Folge, in der die geilen Action-Szenen kamen, haben wir, glaube ich, abgebrochen, wo sie einfach 2 Typen gegenüberstanden und sich mit Miniguns oder so abgeschossen haben und einfach nichts passierte. Ja, das war. Also ich sehe keinen Grund, das weiterzusehen. Man sieht einfach, dass es ein Videogame mal war. Jetzt nicht zu sagen, dass das Ja. Videogames keine guten Stories haben können, aber. Aber Oso Butcher war am Werk. Ja, Robocha ist auf jeden Fall der Beste. Ja, Okay, sicher. dann Mikagu Sarakuen Kumikyoku. Oh, was war das für nochmal Das für ein war Scheiß? das mit der Yuzi-Schule. Wow, Ja, wie viel das Folge? haben wir Eine nicht mal Folge? weitergeschaut. Eine Folge haben wir geschaut, aber das war schon verdammt langweilig. Ich glaube, da reichen unsere First Impressions auch. Ja. Hokage no Pleiades dasselbe und Kyokai no Sinne auch dasselbe, bevor wir Exakt. jetzt mehr Zeit damit verschwenden. Wir wollen doch hier nicht die Zeit dieser busy People hier verschwenden, Weißt mal. die sich hier diesen Podcast reinziehen, ja. Also zu den Serien gibt es auch keine Punktewertung, Anne. Uninteressant. Ja. Dann die, die noch zur Zeit laufen, Arslan Senki. Also hat gut angefangen, wie man vielleicht aus den First Impressions gehört hat, aber teilweise hatte ich dann irgendwie falschen Erwartungen vielleicht, aber die haben jetzt die letzten Folgen bis jetzt, also bis Folge 13 waren wir, glaube ich, Ja. einfach nur sozusagen, also es passiert ein Plot-Event und die müssen dann eine Weile reisen. Und dann kommen sie an und jetzt ist man jetzt in Ja. dieser Folge und jetzt passieren ihnen wieder Dinge, die Ja, tatsächlich wichtig sind. jetzt wird's langsam wieder interessant. Jetzt fangen die Charaktere auch an, sich zu entwickeln. Also zumindest der Prinz wurde jetzt halbwegs Der interessant. Prinz ist eigentlich der einzige wirklich interessante, Ja. der Rest ist irgendwie so stale, also verändern sich nicht Aber wirklich. ansonsten, die Animation war jetzt auch immer noch mit viel zu viel Boah, CG. die Animation ist grottenschlecht, also. Dafür gab es ein Wenn paar gute OSTs. es nur das Also, CG wäre, das ist ja. ja nicht mal das, was so scheiße ist. Da hatte ich doch auch dieses Bild auf Twitter gepostet, was so gut aussah. Ja, also sobald die Szene nicht 3 Zentimeter vor deren Gesichtern ist, ist es furchtbar. Ja. Also, die geben sich da wirklich nicht so viel Mühe. Aber ich hoffe, dass die Story jetzt ein bisschen mehr Ja. an Tiefe gewinnt. Aber Ein ich hab. bisschen mehr Fahrt aufnimmt auch, aber. Ja. Also, Also bisher habe ich es auf 4 von 10. wenn's sich gut hält und noch sich verbessert, könnte es vielleicht sogar auf 6 kommen, aber. Ja, ich will's hoffen. Ja, aber das.
Also wirklich das höchste der Gefühle, nachdem es jetzt die Hälfte pure Langeweile war. Und als nächstes Nagato, Yuki-chan. Ja, wir hatten da zwischendrin dann mal Haruhi geguckt, weil er es noch nicht sah. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass man Dass lieber. Haruhi deutlich besser ist. Ja, und nicht so fucking langweilig. Ich meine, Nagato hatte jetzt ein, zwei Folgen, wo man so dachte, oh, die spielen auf den Film an und oh. Und jetzt in der letzten Folge haben sie das dann wieder komplett über Bord geworfen und Ja, so. Naruto wurde wieder so, wie sie am Anfang der Serie hier war. Ja, ein So. scheiß Moe-Blob, der keine Persönlichkeit hat. Also echt, irgendwie. Wir machen es jetzt interessant, damit die Leute sich noch die letzten paar Folgen anschauen. Ja, bitte hört nicht auf zu schauen. Oh, wartet, ihr habt schon nach drei Folgen aufgehört. Nein! Naja, die letzten drei Folgen werden wir jetzt aber auch wahrscheinlich noch schauen. Aber keine Ahnung, maximal wird es wahrscheinlich eine 3 von 10 oder 2. Je nachdem, ob Naruto wieder Naruto wird und nicht dieser Moe-Blob aus dieser Serie. Also wenn ich die Serie jetzt nicht wöchentlich geschaut hätte, da hätte ich sie nicht, also nach einer, da hätte ich nach einer Folge schon abgebrochen. Also Das wäre echt anstrengend gewesen. Wäre es wenigstens von KyoAni animiert, aber nee, selbst das war es ja nicht. das Budget ist da komplett nicht mehr zu finden. Okay, als nächstes Ninja Der Slayer. beste Anime. Der beste Anime, Yard out of 10, also Yard. 10 von 10, hat er sich gut verdient. Ja, ich gebe alle Yards und ich gebe alle Animationen zu Ninja Slayer. Trigger hat Anime gerettet. Ja, Und zum zweiten Mal. ja, also, falls ihr daran interessiert seid, ihr werdet erlöst und danach ist euer Leben einfach viel besser. Ninja Ja, Slayer, bester jetzt Anime. ernsthaft, irgendwie ist das alles merkwürdig. Ninja, also Der Ninja Slayer, Joke ist ausgelutscht nach ja. 4 Folgen. Ja, also der Joke ist einfach nur, Ninja Slayer ist absichtlich schlecht. Und Ja. die benutzen dann so irgendwie teilweise Figuren und bewegen die einfach so, als würden die die mit einer Maus irgendwo hinziehen. Und Und selbst das machen sie nicht konsequent. In Inferno Cop war es wenigstens alles nur Cardboard-Cutouts, soweit ich weiß. ja. Und in Ninja Slayer haben sie wenigstens noch versucht zu animieren, damit es nicht ganz so scheiße aussieht, aber. Ja, also wenn man da über 20 Folgen, 10 Minuten pro Ja. Episode das aushalten soll, dann braucht man noch ein bisschen Animation, aber Aber. das macht's nicht. Also die ersten Folgen haben wir noch gefeiert, aber dann haben wir immer gemerkt, okay, das ist jetzt derselbe Joke zum 90. Mal. Traurigerweise ist es trotzdem unterhaltender als der Großteil der Season. Oh ja, das Also. ist das Schlimme. Das ist echt das Traurige. Also jetzt, wenn ich einen ehrlichen Score geben müsste, dann wahrscheinlich irgendwie 5 oder so, einfach weil es unterhält. Ja. Das ist halt so die dumme Art von Unterhaltung. Aber wenn es Ja. sich nicht selbst ernst nimmt, dann darf es auch schlecht sein. Also, solange das jetzt nicht überhand ergreift. Ja, es muss halt selbst wissen, was es ist, und das weiß es ziemlich deutlich. Ja. Aber man könnte, glaube ich, auch einfach nur Inferno Cop gucken und Ninja Und Slayer das darüber genauso springen. gut unterhalten, ja. Und das ist auf jeden Fall nicht so arschlang. Das stimmt. 24 Folgen oder so jetzt haben, ne? Oh Mann. Okay, Osemonogatari. Es ist immer noch eine Romance, die auf Essen basiert. Und ich hoffe echt, dass es mal langsam weg von dem Essen kommt und tatsächlich eine wirkliche Romance wird, weil bis dahin fand ich es okay, wo es anfing. Da hatte ich das, glaube ich, sogar noch auf 7 oder so. Aber mittlerweile ist es halt echt immer nur Essen. Oh, du bist so toll, ich liebe dich. Und dann wieder Essen. Ja, Das also wiederholt sich die ganze Zeit. Aber es ist trotzdem interessant, es irgendwie. ist niedlich, aber so Ja. nach ein paar Folgen wird es halt immer wieder, genau wie bei Ninja Slayer, verliert es halt irgendwie den Charme. Aber es ist halt immer wirklich dasselbe, es ist nur andere Situationen, aber dafür sehe ich keine Serie. Die Charaktere haben ansatzweise Tiefe irgendwie und ach, ich weiß nicht, ich hab's auf Das 6. sind einfach Teenager und das war's. Was gibt's da Tiefes? Ich meine, manche sind Ja, aber interessant, aber. so, wenn du das mit anderen Romance-Anime vergleichst, Ja, okay, I dann. guess. Also, es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist Ja, ich. Mittelmaß. So, oder knapp über dem Durchschnitt, je nachdem, was da noch kommt. Es hat ja noch 12 Folgen Zeit, um eine wirkliche Romance aufzubauen. Also, wenn das jetzt wieder 12 Folgen dann nur dasselbe Kack sind, dann ist es auf jeden Fall nicht mehr als 5. Dann ist es nicht mehr, nee, wenn es immer noch nur Essen bleibt. Ja, es ist ja nicht nur das, aber halt alle Situationen, die es gibt, bauen nur darauf auf, dass Und. die sich gegenseitig sagen, wie sehr sie sich doch mögen oder Ja. es nur denken, wie auch immer. Er holt sie aus dem Feuer. Oh, du bist so toll. Er Oh hilft ja. kleinen Kindern. Oh, du bist so toll. Er geht schwimmen. Oh, du bist toll. Und. Ja.
Eigentlich läuft es immer nur darauf hinaus, dass der Hauptcharakter extrem männlich ist und alle lieben männliche Männer und sie liebt ihn, weil er männlich ist und das ist der Anime. Exakt. Okay, mehr braucht man dazu jetzt erstmal nicht sagen. Da reden wir eh nochmal drüber, nachdem das vorbei ist. Was? Ja, werden wir. Oh Mann, Alter, bin ich. Okay. Shokugeki no Soma. Also, im Kopf abschalten und Fun haben kann man damit. Ja, das Es ist stimmt. halt eine Art Shonen mit extrem gut aussehendem Essen. Den Porn haben sie runtergedreht, diese Reaktion, weil ich glaube, das sollte jedem Das irgendwie. wäre auch ausgelutscht geworden. Ja, das ist, glaube ich, schon in der zweiten Folge ausgelutscht gewesen, aber. Ja. Es ist merkwürdigerweise unterhaltend, was eigentlich traurig ist, weil es hat nicht wirklich viel Konkurrenz. Ich schaue es zumindest jetzt nicht ungern, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, da müsst ihr unbedingt das marathonieren und alles schauen direkt. Es ist halt diese typische Shonen-Unterhaltung, wo du dir denkst, boah, das ist Ja. ja halbwegs cool, das kann man sich anschauen, aber es ist nicht komplett Ja, mit scheiße. dem perfekten Hauptprotagonist, der alles kann. Ja. Ja. Weil hat ja einmal nicht gewonnen, ja, das muss man auch zugeben. Also, wenn ihr Aber gern mal euer Mittagessen mit einer Serie verbringen wollt, das euch noch leckeres Mittagessen zeigt und ihr denkt euch dann, was esse ich mal für ein Fraß, das ist Shokugeki no Soma, ist euer Anime. Also. vielleicht findet ihr da auch ein paar gute Rezepte, weil da wird ja immer bis ins Detail erklärt, wie es gekocht wird. Ja. Aber ansonsten 4 von 10 bisher für mich. Ja. Okay, Owasino, also jetzt zu denen, die abgeschlossen sind, Owasino Seraph. Ich glaube, da haben sich die Meinungen von uns noch nicht so verändert seit der ersten Folge. Ne. Vor allem, es wurde immer noch nicht erklärt, bis es vorbei war, warum die Leute eigentlich noch leben. Weil die sollten sterben, sobald sie 13 Nee, Jahre das alt waren nur die sind. Vampire, die haben die haben die jetzt sozusagen angelogen, damit die nicht abhauen. Wurde das erklärt? Ja, die Vampire haben denen einfach nur Streich gespielt. Das ist einfach nur Okay. Krieg Vampir gegen Menschen. Manche Vampire haben diese fucking Kinder oder was weiß ich als Livestock, also Okay, als weil Vieh gefangen ich hab gehalten. das, ja. Und ja, und die erzählen denen halt irgendwelche Lügen über die Außenwelt, damit die nicht abhauen. Weil ich habe nicht gemerkt, dass das wirklich im Anime erklärt wurde. Ich habe nur auf Reddit gelesen. Ja, das wurde im Manga gesagt. Aber was im Manga gesagt ist, ist scheißegal. Das wurde im Anime nur erwähnt, aber Okay. das ist jetzt nicht, oh wow, eine Sache wurde erklärt, jetzt ist es plötzlich ein guter Anime, nein. Ja, weil ansonsten wäre das echt einfach so ein Plot, schwarzes Loch und Ja. alles danach hätte nicht passieren dürfen. Nee, das ist, Aber der Anime hat noch ganz andere Probleme. ja, das stimmt allerdings. Das Storytelling war zu 90% Infodumping. Sorry. Die Charaktere waren nicht wirklich interessant, bis auf Best Girl natürlich. Naja, Best Girl, die einzige, die irgendwie nicht edgy ist und oh. Die einzige, die eine interessante Persönlichkeit hat, der Main-Charakter war uninteressant. Warte, ich hab, jetzt weiß Ja. ich, warum die Best Girl ist, weil die ist die einzige, die nicht einfach nur eine Kopie aus Attack on Titan ist. Wenn du es dir mal Das vorstellst, stimmt. weißt du, du hast selbst dein fucking Armin da, weißt du, der scheint Der auch Typ irgendwie auch mit nur dem Bogen, ne? reingestopft. Ja, der scheint echt mal nur reingestopft. Ey, wir brauchen unseren Armin. Okay, dann brauchen wir irgendeinen Loser, der sich mit dem Hauptprotagonisten anfreundet. Vor allem, der war so unnötig, der Charakter, der hat nichts gemacht in der Serie. Ja, bisher wird es So wie wahrscheinlich. 90%, aber. Ja, niemand macht irgendwas. Das Schlimmste ist, da kommt noch eine zweite Season von raus. Ja. Also, was Storytelling angeht, da weiß man überhaupt gar nicht, wo das überhaupt hin will. Das könnte eigentlich unendlich lang gehen. Ja, so Also, ein typischer Shonen einfach und ja, dann. nur mit Blut und deswegen ist es erwachsen und oh, so cool. Ja. Und oh, die Musik, Dead English. Ja, Musik ist halbwegs okay, aber Animation war auch komplett out of place. Die Also. Hintergründe haben überhaupt nicht zu den Charakteren gepasst. Ja, aber selbst die Animation selbst, wenn du dann Ja. manchmal Pause gedrückt hast, dann hast du auch sowas wie bei, Wie bei da, hier Aslan ja, Senki. genau. Also ist es zumindest, also ich weiß nicht, wenn man das sieht, dann müsste man schon irgendwie ziemlich offensichtlich sehen, dass es nicht gut ist. Schlecht ist, ne? Ja, Charaktere sind absolut uninteressant. Also ich weiß ja nicht, die scheinen teilweise nicht menschlich. Zumindest der Hauptcharakter ist einfach so dieser Mr. So. Perfect wieder mal. Ja. Das ist einfach dieses, es ist so schlecht, dass es wieder lustig ist und sonst. Ja, also wir haben immer einen guten Lacher. Ich habe ein Bier, also kann ich es aushalten. 10 out of 10. Would drink beer. Okay, um ehrlich zu sein, 2 von 10, aber auch nur wegen Best Girl. Ja, also Best Girl kriegt einen Punkt und der Anime kriegt einen Punkt, weil wir können nicht null Weil, geben. exakt. Anime existiert, 1 von 10.
Punchline als nächstes. Oh yeah. Bis. Das war Ich furchtbar. weiß. Ja, ich weiß immer noch nicht, was das eigentlich sein sollte, alles. Ja, das war so die Hälfte. War teilweise Ghost Slice of Life. Ja. Mit irgendwelchen, also man wusste nicht wirklich, was abging und wozu ist das überhaupt passiert. Und am Ende war das sowieso alles unnötig, weil. Nichts hat mehr Sinn ergeben. Ja, Das also, war. es hat schon, es macht schon irgendwie Sinn, aber auf eine extrem dämliche Weise. Und der Witz, den der Anime am Anfang hat, verliert er einfach komplett. Und es wird dann serious. Die erste Folge wäre ja die ganze Serie so geblieben und einfach nur auf diesen Ja. Comedy-Aspekt. Das wäre so gut geworden wahrscheinlich, aber das, was da kam, die wollte es einfach zu ernst sein, die Serie, und das hat dem nicht gut Ja, getan. die erste Folge ist einfach, sah aus wie bescheuerter Action-Fun-Nonsense, nimmt sich nicht selbst ernst. Irgendein Girl in einem Superman-Anzug, wer hat Kugeln mit einem riesigen Strohhalm ab? Und das fehlt einfach komplett danach. Nur noch Slice-of-Life-Zeugs. Und dann, kommt er irgendwie in andere Dimensionen und kann seinen Körper wieder benutzen und dann wird die Welt gerettet, so ein Ende. Die letzten zwei Folgen hatten wenigstens noch Action, Ja. die halbwegs gut aussah, aber Ja, das sonst war das Einzige, was dann halt war's nicht mehr Slice das. of Life war. Oder Ja. Mystery, wenn man das ein Mystery nennen kann. Aber sonst war's echt absolut langweilig. Also ich konnte das echt nur mit mindestens 5 Bier intus Und schauen. auf doppelter Oh, das Geschwindigkeit. war furchtbar. Also die letzten zwei Folgen, okay, die waren auch unterhaltend, was einfach nur, weil einfach Dinge passiert sind. Weil so, oh, was, Dinge passieren? Ich wurde aufgeweckt. Aber ansonsten Sonst würde ich mir das nie im Zeitverschwendung. Leben nochmal anschauen, ne? Zeitverschwendung, also. Ja. Nächste. Danach Danmachi. Yeah. Ich glaube, dasselbe Da Spiel, haben wir schon nur in den weniger scheiße. First Impressions genug drüber geredet. Es ist immer noch das MMORPG, wo nichts erklärt wird, weil es ist einfach Also ein so, es gibt diese Videospiel. Zahlen. Ja. So, oh, das Monster ist Level 5, das ist so hoch, das glaubt ihr gar Was nicht. sagt mir total jetzt was Und aus? man hat überhaupt keine Vorstellung, was diese Zahlen eigentlich bedeuten. Ist jetzt von Level 1 auf Level 2 kommen, so wie wenn du in einem MMO halt auf Level 2 kommst? Oder ist das wie wenn du in Monster Hunter von No Rank auf High Rank kommst? Du redest aber auch Das. gerade so, als wüsste jeder, was du gerade meinst. Ja, es gibt Rollenspiele. Da Ja, tötet okay. man 10 Wölfe und kommt von Level 1 auf 2. Und wenn man in Monster Hunter von No Rank auf High Rank kommen möchte, kann man da gut 30, 40 Stunden investieren. Yep. Und man hat überhaupt keine Vorstellung, wie das jetzt in Danmachi sein soll. Vor allem diese Dungeon-Systeme, das ist irgendwie so eine Art Höhlensystem oder so, und die gehen da alle rein, verdienen ja ihre Kohle. Wie funktioniert diese fucking Welt? Haben die nicht einfach, können die nicht einfach Handwerker sein oder so? Ja, und dann noch dieses forced Drama einfach in der einen Folge, wo sie ihm das Messer gegeben hat. Die Folge hat mich auch wieder richtig aggressiv gemacht einfach, weil Wie hast du dein Power-Up? ja, sie hätte ihm das Messer einfach geben können. Hier, nimm das. Aber stattdessen redet die 10 Minuten nochmal. Oh, danke, dass du kommst und hier kämpf für mich. Oh, Oh, das Jesus-Kun. war, das tat einfach so weh zum Schauen. Das war unglaublich. Ja, also wieder mal ein perfekter Protagonist, auch wenn er es am Anfang nicht ist, aber dann kriegt er dieses fucking Messer und kann plötzlich alles. Und kann Feuerbälle schießen und sonst was. Fireball the Der Dog. Anime hatte ab und zu nette Kämpfe, aber sonst war's das. Ja, aber selbst das war schon weit Ja. auseinander. Also. Selbst Essen gegen Kirito hatte der Anime auch, also, ne? Also, es ist eigentlich. Also, wenn ihr Sword Art Online oder sowas gesehen habt, dann ist es. Also, zuerst mal Sword Art Online ist auch eine Zeitverschwendung, aber Danmachi wäre dann doppelte Zeitverschwendung, wenn ihr dann das noch danach seht. Also, wenn einem Sword Art Online gefallen hat, könnte einem dann Machi gefallen. Aber Was machst du hier? wenn Verpiss man dich! Sword Art Online schon nicht mochte, dann hört auf mit dann Machi, fangt's erst gar nicht an. Ja, just kidding. Schaut lieber gute Dinge. Soll ich diese Beleidigung rausschneiden? Ich bin noch nicht Rorikon. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, Leute, die SAO mögen, sollen sich verpissen. Ach, das Oh ja. verstehe ich schon. Du meinst Ja. das ja alles nicht ernst, ne? Okay. I'm so insecure, na? I am Was? beautiful. Oh! Okay, jetzt. Wir schweifen ab. Okay, Plastic Memories wäre das nächste. Plastic Memories. Ich. Eigentlich, ja, okay, also
dasselbe wie in der First Impression, nur unsere Meinung hat sich verschlechtert. Da an sich, sagen wir mal, 80%, was im Anime passiert ist, keine Rolle spielte, weil es ist eigentlich nur Romance. Es dreht sich darum, den Pedobär und seine Geliebte, die 12 aussieht, und wie die zusammenkommen. Und so sad, weil sie ist so einer dieser Ja. Roboter, die nur 9 Jahre leben und sie hat noch einen Monat zu leben. Das vorhersehbare Ende Ja, und und die viel Charaktere zu Geweine und 90% oh. einfach Stereotypes eingefügt. Ja, also irgendwie dreht Es. sich auch alles nur um diese zwei. Also selbst Ja. als es so dann rauskommt, dass die zwei sich mögen, alle auf der Arbeit machen alles in Das ihrer war so Macht Stehende, übertrieben. damit die beiden eine gute Zeit haben, denke ich mir so, wow, das ist echt ein schönes Fantasieland der Regenbögen und tollen Dinge. Ich glaube, ich schaue mal Technolize weiter, das ist etwas realistischer. Der Anime war nicht komplett schrecklich, aber es war einfach bescheuert Ja, teilweise. es ist jetzt nicht furchtbar, es ist aber auch nichts Ja. Besseres als Durchschnitt, weil Ja. Nichts, was man unbedingt schauen wenn muss. du noch nie in deinem ganzen Leben eine Teenie-Romance-Anime gesehen hast, dann wirst du ihn wahrscheinlich lieben. Ansonsten schnarch ich. Also, das hat man schon tausendmal gesehen. Und die Roboter sind eigentlich nur ein Gimmick, um das Drama zu erschaffen. Da fühle ich mich auch irgendwie so ein bisschen verarscht, weil. Die Roboter waren keine Roboter. Das kannst du nicht Roboter Nee. nennen, was das waren. Die weinen, die lachen, die machen alles, was Menschen machen, aber die haben halt eine begrenzte Lebenszeit und das war's. Ja, aber das waren keine Roboter, ganz ehrlich. Ja. Das war echt einfach für diesen Drama-Aspekt dann Das. am Ende. Oh, meine Zeit läuft ab. Stell dir mal vor, die wäre einfach wie so stereotypische Roboter gewesen, ohne Gefühle. Ja, das wäre noch Das besser gewesen. da könnte, also das wäre wenigstens noch interessant gewesen, so. Ja, dann hätte sie ihren Job wenigstens so gemacht, wie sie ihn machen soll. Was? Weißt du? Ein Roboter wäre da hingegangen, yo, ich sammle dein Viech jetzt ein und haut dann ab. Ah ja, okay, ja, Aber die so, stimmt. oh nein, ich kann das noch nicht machen und wie mache ich das Ja, jetzt? Ah, diese Roboter in diesem ja. Anime wurden extra uneffizient designt, damit sie irgendwelche menschlichen Fehler haben dürfen. Ja, toll. Ja. Also, wer kam Und auf die solche Roboter Fuck? braucht man nicht. Ja. Die funktionieren nicht so, wie sie sollen, also. Also, so einen Roboter würde ich nicht haben wollen. Nee. Es sei denn, ich wäre sehr lonely und bräuchte eine Freundin mit Gefühlen. Nächstes Thema. Hibike. Hibike sieht schön aus und hat schöne Musik. Aber was passiert, interessiert mich irgendwie nicht wirklich. Wobei die Yuri Romance ist ja ganz nett. Also, du magst Yuri, dann wirst du den Anime hassen, weil du kriegst die ganze Zeit nur einen Köder vorgesetzt Ja. und dann wird dir der Yuri wieder weggezogen. Und du wolltest ihn gerade schmecken, aber es war so nah und Kyoani denkt Das ist so, auch haha, schade. in der Blu-ray, in der Special Edition wirst du eine Yuri-Scissor-Szene haben und so. Und die musst du aber dir erstmal kaufen. Also, das war einfach viel zu ernst irgendwie für Boah. Kyoani. Das ist, bist du von Kyoani einfach nicht gewohnt. Außer vielleicht der Haruhi-Film, aber Ja. der war gut. Das ist so, Leute, die ihr Hobby einfach dreimal ernster nehmen, als es jemals Ja. sollten. Da wird echt geweint, geschrien, nur weil irgendjemand dann Platz in der Band bekommen hat für irgendeinen Auftritt für Blasinstrumente, also. Vielleicht sind wir da auch einfach nicht so. Ich weiß nicht, wir wissen einfach nicht, wie sich das anfühlt, weil wir das nicht kennen oder so, aber ich find's absurd. Es ist echt übertrieben. Also Highschooler müssten eigentlich größere Probleme haben. Zumindest hatte ich sie. Vor allem, die müssen ja nicht für die Schule lernen oder sonst was. Die spielen einfach Ja. die ganze Zeit auf ihrem komischen Instrument Es und kommt echt einem so hoffen, dass sie da vor, die gehen kommen. nur in die Highschool, um dort Instrumente zu spielen, dann gehen sie wieder nach Hause. Ja. Das ist kein Studium, ich gehe nicht hin, wann ich will. Aber da kommt ja noch eine Folge von, ne? Ja. Am Dienstag, okay. Aber das wird es jetzt nicht retten. Also die tun halt die Ich glaube ganze Zeit. nicht. Die baiten halt einen die ganze Zeit mit den Yuri-Szenen und den schönen Visuals, aber allerdings nicht mit der Musik, weil ich hatte Jazz erwartet, du Und dann fucking hast du nur Lügner. Orchestermusik. Aber ja, Nein. Orchestermusik, wow. Aber sonst, die Charaktere waren alle nicht wirklich interessant. Also, Aber okay, ich meine, die warte. hatten eine Hey, Motivation pass und auf, gleich kommt alles. Digi-Bro. Also ist es jetzt Scheiße, nicht so, tut dass mir die leid. Charaktere scheiße sind? Die waren nicht scheiße, aber ihre Ziele waren irgendwie für mich nicht nachvollziehbar, sagen wir so. Ja, das ist Und jetzt. schon überspitzt fast. Das könnte Das man sich war. so vorstellen, jemand nimmt mein PC weg und ich weine einfach wie ein kleines Baby. So, nein, ich brauche meine Videogames So in und etwa, meine ja. Hobbys. Naja, es ist okay, aber nichts, was man unbedingt sehen muss. Da hat QAnon deutlich bessere Chance.
Ja, vor allem, wenn sie sich nicht ernst nehmen. Ich meine, da gibt es auch kaum, gar nicht eigentlich an Comedy. Aber in den ersten zwei, drei Folgen schon. So ein bisschen so von wegen, oh, meine Brüste sind so klein. Das kam, glaube ich, irgendwann mal, aber sonst. Na, ansonsten ist es eigentlich nur, da haben sie dann die Comedy durch Juri-Szenen ersetzt. Ich meine, die Yuri-Szenen waren nicht schlecht, weil sie schön aussahen. Es waren ja nicht mal Juri-Szenen, die, das ist einfach nur Nee, ich so. meine, das ist einfach Yuri-Bait. So. Ja. Wiederholen uns. Ja, ich glaube auch. Also es ist Mittelmaß, aber allein eigentlich nur wegen den Visuals. Und ja, die retten das Ganze halt. Da pennt man eher ein. Okay, dann die letzte Show, Kekkai-Sensen. Das ist auch noch nicht vorbei. Bisher ist nicht wirklich was passiert. In den letzten zwei Folgen hat es jetzt wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und die Story da um diese zwei Geschwister ist sogar ziemlich interessant, finde ich. Ja, aber das Problem ist, dass einfach alle anderen Folgen nichts damit zu tun haben. Ja, Das ist das einfach war episodisch. So ein exakt. Mischmasch. Es fing an so, ey, der hat Power, dann einfach acht Folgen oder so episodisch. Dann kamen diese Geschwister rein und haben was gemacht und dann kam ein Recap. Ja, also eigentlich passiert gar nichts Interessantes. Man könnte vielleicht die Serie auf vier Folgen oder so reduzieren. Ja. Und dann hätte man es eigentlich gesehen. Wenn das Ende jetzt nicht so ist, fuck you, read the manga, dann gebe ich dem vielleicht noch fünf. Aber Höchstwahrscheinlich. das wird es nicht sein, weil Nein? das ist ja ein originales Ende, soweit ich weiß. Weil die Ja. Geschwister gab es ja im Manga nicht. Ja, das heißt, der Manga ist also noch langweiliger. Nice. Wer weiß, was im Manga passiert? Wir haben den ja nicht gelesen. Also, wenn man Rule of Cool mag und nice Visuals und gute Und dann Musik. sollte man Cowboy Bebop schauen. Exakt. Also, Mittelmaß at best. Also, Es ist knapp Cowboy unter Bebop Mittelmaß. in schlechter. Ja, also. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen. Und Anime of the Season für dich? Ninja Slayer. Also, das da gab's. Also, ich fällt gerade gar nichts ein, dass ich wirklich bis zum Ende jetzt wirklich mögen würde. Also, Nichts. Außer Jojo natürlich, aber das hast du ja ja, noch nicht so gut. weit gesehen. Ich Schau würde. Jojo, ihr Plebs. Ich würde, glaube ich, am ehesten Osemonogatari noch sagen, wenn es wieder besser wird, aber sonst gibt es nichts wirklich, was für mich als Anime of the Season kandidiert. Also ich würde einfach Jojo sagen, weil das so eine Art Joker ist. Das war so der Joker der letzten paar Season, weil einfach Jojo die ganze Zeit lief und währenddessen nur Bullshit. Aber das habe ich ja nicht geschaut und darum geht es Ja. jetzt hier nicht. Aber Ja. Jojo ist gut, die ersten paar Folgen, die ich jetzt gesehen habe. Ach. Okay. Okay, das war's dann. Zur Sommerseason machen wir das dann wieder, ne? I guess. Da werden wir aber, glaube ich, deutlich mehr droppen und früher, Oh weil ja. das war teilweise echt Furchtbar. anstrengend, die Serie hinzuschauen. Da mussten wir uns echt so hinsetzen. Ey, wir müssen das jetzt schauen, weil Lixos Fanbase wird sonst richtig damn wütend und alle deabonnieren. Fanbase. Exakt. Ja, Und die haben ihre Standards und die musst du erfüllen. wenn sich das jetzt irgendwer bis zum Schluss angehört hat und hören will, wie wir über was anderes reden, dann schreibt Vorschläge in die Kommentare. Vielleicht machen wir da einen Podcast drüber, der Ja. nicht scheiße ist. Wir sind eure Bitches, wir machen alles, was ihr sagt. Oh ja. So funktioniert YouTube. Okay, das war's dann jetzt aber.